Die Bayern-SPD hat in den letzten Jahren in den Wahlen schwere Niederlagen erlitten. Und es war klar, dass diese Partei Veränderungen braucht. Am Landesparteitag, an dem sich die SPD in Bayern entschlossen hat, einen Generationswechsel vorzunehmen, neue Köpfe an die Spitze zu setzen, die diesen Erneuerungsprozess in der Partei übernehmen. Unser erster Schritt war dann, dass wir in gut 35 Regionalkonferenzen rausgegangen sind zu unseren Leuten, zu unseren Mitgliedern und gesagt haben, ihr müsst mit uns die Willensbildung in dieser Partei wieder vorantreiben. Wir haben im Juli die Konferenzen gestartet unter dem Motto, wir können es besser. Jetzt gehen wir nochmal runter unter dem Motto, wir machen es besser. Besser auch wieder in die bayerische Gesellschaft kommunizieren, besser dort wahrgenommen werden und gemeinsam mit anderen uns um politische Projekte kümmern, die Bayern voranbringen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass wir auch bei den Ortsvereinsvorsitzenden einen sehr, sehr schnellen Wechsel haben. Heute stelle ich fest, dass viele Ortsvereinsvorsitzende, die ich da treffe, ein Jahr Mitglied der SPD sind, dann gehen sie auf die Neuwahlen und schwupp werden sie zum Ortsvereinsvorsitzenden gewählt, weil eben ein sehr, sehr starker Generationenbruch da ist. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Weil natürlich ein Stück weit Wissen für die Arbeit vor Ort fehlt. Und die Grundidee, die wir haben und die wir jetzt umsetzen wollen, ist eine internetgestützte Online-Akademie. Warum? Weil erstens alle, die neu in dieses Amt kommen, im Internet zu Hause sind. Und das ist eine Kostenfrage. Zweitens, weil es das Zeitbudget dann der Menschen viel mehr erlaubt, nach individuellen Lernfortschritten vorzugehen. Und sie werden die erste konkrete Umsetzung auch erleben können zur Mitte des Jahres hier im Oberanger. Wir werden von der Partei, Geschäftsstelle uns in eine Service- und Kommunikationszentrale verändern. Und wir wollen eben auch serviceorientierter und besser werden. Und eine ganz wichtige Botschaft ist, obwohl das finanziell schwierig ist, wir werden uns auch nicht aus der Fläche zurückziehen, sondern wir werden in der Fläche bleiben und wir wollen aber in der Fläche auch ein Gesicht bekommen. Und der nächste Schritt wird sein, dass wir über die Bezirke vor Ort entsprechend dann Bürgerbüros machen, anstelle Parteigeschäftsstellen. Da steckt ein ganz, ganz langer Arbeitsprozess da auch mit drin. Aber das ist die Voraussetzung, das ist die Basis dafür, dass die Bayern-SPD die Dinge, die sie aus eigener Kraft verändern kann, auch wirklich angeht. Und deswegen haben wir uns dafür auch viel Zeit genommen, viel Mühe reingesteckt und suchen auch nochmal jetzt mit dem Ergebnis das Feedback der Basis. Und darauf freue ich mich. 40 Konferenzen in rund 6 Wochen, das ist eine ganze Menge Holz, aber das macht Spaß. Und das zeigt auch, dass wir es ernst meinen, dass wir die Bayern-SPD voranbringen wollen. Und ich glaube, das kam beim letzten Mal schon an. Und das wollen wir dieses Mal auch verstärken gegenüber unseren Mitgliedern.